Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Winke Bönig. Ich möchte Ihnen heute das Bilderbuch von Susanne Ubbe Goetz, Du träumst wohl, vorstellen. Es ist für Kinder ab 3 Jahre, 2014 im Hamburger Verlag Oettinger erschienen, umfasst als Hardcover-Ausgabe 32 Seiten und kostet 12,99 €. Um was geht es bei diesem Buch? Wir haben hier den Hund, einen kleinen Hund, der nicht näher bezeichnet wird. Und er ist ganz neidisch auf den großen Hund Bully. Und er möchte so sein wie Bully und vergleicht immer, was er tun würde, wenn er Bully wäre. Das Ende ist natürlich, kommt ganz anders, als der kleine Hund denkt. Ja, wie ist denn das Buch? Man sieht es schon hier an dem Cover, dass es ein sehr, meiner Ansicht nach, vom Erzählstil und vom Illustrationsstil aggressiven Ton hat. Also, es wird immer, es fängt damit an, dass zum Beispiel schon hier der ganz grimmig guckt und der ist so klein und ängstlich und hier sind die Ich und Du. Die Bezeichnungen, die sind immer so Kapitelchen geschrieben und das in Großbuchstaben. Und das ist schon sehr so anschreiend und aggressiv. Und auch immer der Text ist vom Tonfall einfach, von der ganzen Stimmung so sehr neidisch. Und der kleine Hund setzt sich immer, also macht sich ganz klein und den anderen ganz groß und dann, wie zum Beispiel hier, dann müsste ich nicht brav sein üben, mein Leben wäre Saus und Braus, du wärst dann hier und ich wär da drüben in eurem schönen Haus. Und dann sieht man hier diese Sitz und dann diese Regenwolke und der macht so ein betröppeltes Gesicht und auch jetzt hier vorne sieht man dieses leicht betröppelte, unterwürfige, unsichere Gucken und dann hier diese Regenwolke, die durch diesen Bleistift oder Kohlestift, die hier so gemalt wurde, auch unfreundlich aussieht und so zieht sich das durch diesen ganzen Buch. Es ist, also, ja, so ein, er macht sich ständig klein und den anderen immer überhöht er, so groß und aber nicht jetzt auf einer nette Art oder schöne Art oder auf eine Art, die angenehm ist oder positiv ist und dann alles sehr negativ ausgerichtet. So leicht aggressiv und ja, bockig, trotzig und das ist sowohl in den Abbildungen als auch im Text und es macht einfach keine Freude und die Kinder ab 3 Jahre, also die nehmen das auch nicht so auf. Klar, die vergleichen sich und sagen, das Kind da, das kann gut lernen, aber ich kann das auch oder ich kann das besser, aber das ist nie in diesem selbst herabwürdigenden, sondern in so einem ganz normalen, vergleichenden und ja, das eine kann das besser, aber ich kann das auch ganz gut und gucke mal und eher so, guck mal, was ich alles kann, also eher so einen positiven Fall und nicht so wie hier so extrem unterwürfig. Es ist, was dazu kommt, ist, dass diese Zeichnungen auch sehr chaotisch sind und überfüllt mit so Sachen, die auch die Kinder nicht verstehen. Also jetzt hier King Kong, das ist etwas, was eine Anlehnung, eine Szene, das ein dreijähriges Kind überhaupt nicht kennt. Aber auch hier, so diese ganzen kleinen, da gibt es Verbotsschilder und das überfüllt oder hier vorne. Hier, das ist so chaotisch, es gibt gar keine Linie, wie sich die Kinder gucken können und das macht keine Freude und man merkt einfach, dass die sich überhaupt nicht zurechtfinden in dem Buch. Also, ich fand es überhaupt nicht schön, mir hat es nicht gefallen. Auch die Kinder, die ich kenne, die sich es angeguckt haben, die haben überhaupt nicht groß drauf reagiert, haben es beiseite gelegt, völlig ignoriert das Buch. Und aus den Gründen, diese Unterwürfigkeit, dieses Aggressive, dieses Bockige in den Zeichnungen und im Erzählstil, kommt das überhaupt nicht gut an. Also es gibt wesentlich bessere Bücher, Kinderbücher, Bilderbücher zu diesem Thema Neid und ja, was eben
hinten noch eine Rolle spielt, was ich nicht verrate, weil sonst wäre ja der Clou von dem Buch dann weg. Deswegen nur ein von 5 Sternen. Ich kann es nicht empfehlen. Klar, es wird bestimmt jemanden geben, der es ganz anders sieht. Sie haben ja jetzt hier einen Eindruck gewonnen, auch jetzt ohne meine Erzählung können Sie ja. Ich überblätter jetzt mal die Seiten, damit Sie das nicht das Ende sehen. Ganz viel nochmal hier so erkennen. Und wie immer in der Infobox ist die ausführliche Rezension auf meinem Blog verlinkt. Auch alle Buchinformationen sind dort drin. Ja, dann wünsche ich Ihnen trotz meines Verrisses viel Freude oder vielleicht auch neugierig auf dieses Buch oder auch Sie kommen zum Schluss. Nein, ist nichts, was mich anspricht. Ansonsten natürlich viel Freude mit anderen Kinderbüchern und Jugendbüchern und wir sehen und hören uns das nächste Mal. Ihre Wenke Bönig.